Wir sind eben drei Schüler aus Ursprung, die was ihre Diplomarbeit überlegt haben, da am Brossingut. Das ist eine Futterförderbrücke, dass wir einfach im Arbeitskomfort steigern können auf dem Betrieb da. Das sind drei, also vier eigentlich Steirer Hamster, die was zusammengestuckt worden sind, zu einem durchgehenden Grotzboden. Und ja, das läuft über einen Funk, also eine Funkfernbedienung, die kann vom Heikran bedient werden. Bestückt wird das Ganze auch vom Heikran aus und so kann man eben die Fütterungszeit haben wir so verringern können von 3 Stunden auf eine gute halbe Stunde. Die Herausforderung da bei dem Projekt war, dass wir die Distanz überwinden von 17,30 Meter mit einem durchgehenden Kratzboden, dass da keine Komplikationen aufkommen, dass das einfach alles einwandfrei läuft, weil der Betrieb soll einfach rund laufen, die Stallzeit soll gleich bleiben und das muss einfach passen. Die Arbeitszeit liegt bei ungefähr 220 Stunden, was wir gebraucht haben für das Projekt. Die Kosten ohne unsere Arbeitszeit die liegen bei gute 2.500 Euro, also reine Materialkosten. Und wenn wir unsere Arbeitszeit auch noch einrechnet, dann sind wir bei gute 6.000 Euro. Also wir waren ein Team von 4 Leuten, die was daran gearbeitet haben. Das Projekt war ein Erfolg, haben wir jetzt gesehen, nach einiger Zeit, wo die Futtertransportbrücke schon gelaufen ist am Betrieb. Und die Familie Ibertsberger ist sehr zufrieden damit und sie können gut arbeiten damit.